Auf den Feldern und in den gemäßigten Wäldern Australiens lebt ein wuscheliger, klobiger kleiner Rasenmäher. Diese süßen Hermeline verbringen ihre Tage damit, mit ihren ständig wachsenden Zähnen Gras zu mähen und ihre Nächte damit, in ihren Höhlen zu dösen. Sie sind die Helden der Buschfeuer, die Herzensbrecher und die nächtlichen Kämpfer dieser Welt, der Wombat. Sie sind nicht allzu schwer zu finden, denn vor ihren Höhlen verrät der Kurt alles. Wo es Kurt-Würfe gibt, gibt es auch Wombats. Wombats sind eine Familie von Beuteltieren, die eng mit den Koalas verwandt sind und nur in Australien vorkommen. Es gibt drei lebende Arten von Wombats. Der gemeine Wombat ist der am weitesten verbreitete und kommt sowohl im Südosten Australiens als auch in Tasmanien vor. Die anderen beiden Arten, der nördliche und der südliche Haarnasenwombat, kommen hauptsächlich in Queensland bzw. im Süden Australiens vor. Der Haarnasenwombat sieht aus, als ob jemand einen Wombat aus dem Gedächtnis zeichnen musste, aber auf halbem Weg durcheinander kam und stattdessen ein Opossum zeichnet. Wombats sind berühmt für ihr ruhiges Verhalten, denn sie verbringen 3 bis 8 Stunden am Tag nur mit Fressen. Aber trotz ihres guten Rufs kann es bei männlichen Wombats ganz schön heiß hergehen. Territorium ist alles und diese Männchen versuchen ihr Revier zu erweitern. Die beiden Konkurrenten stehen sich gegenüber und bereiten sich auf eine wilde Schlägerei vor. Der Herausforderer weicht zurück, aber nicht für lange. Die beiden Männchen prallen aufeinander wie Ritter im Turnier oder besser gesagt wie zwei Stofftiere, die zusammengeschlagen werden. Sie packen sich und suchen nach einem Vorteil. Sie schnappen und krallen nacheinander und versuchen den anderen mit ihren schweren Körpern zu Boden zu schlagen. Das ist ja ein tödlicher Wombat. Am Ende ist die Größe König und das dominierende Männchen bleibt es auch. Um ihre Abneigung gegeneinander zu bekunden, kratzen beide mit ihren Vorderbeinen über den Boden. In der Welt der Wombats kommt das einer Todesdrohung gleich und könnte eine Beleidigung sein. Aber es sieht wirklich so aus, als würden sie sich darauf einigen, dass der Kampf eine ernste Angelegenheit ist. Auch wenn es auf Bildern von Wombats ziemlich schwer zu erkennen ist, können diese süßen Tierchen ziemlich groß werden. Sie können bis zu 1 Meter lang und bis zu 30 Kilogramm schwer werden. Schon als Jungtiere sind sie wirklich groß. Sie sind ziemlich schwere und robuste Tiere. Doch trotz ihres runden und dicklichen Aussehens sind sie sehr muskulös und setzen diese Muskeln auch gut ein. Auch wenn sie ein wenig pummelig aussehen, können sie 1 Minute lang wirklich schnell rennen, so wie Usain Bolt. Wombats sind Pflanzenfresser und verschlingen alles, was ihnen vor die Nase kommt, von Sträuchern bis hin über Wurzeln. Die Nahrung, die sie fressen, besteht aus vielen Gräsern und Pflanzen und ist daher sehr kalorienarm. Sie werden wahrscheinlich nicht viel Fett ansetzen, dafür eine Menge an Muskeln aufbauen. Da ihre Nahrung aus großen Mengen harter Pflanzen besteht, werden ihre Zähne ständig abgenutzt. Deshalb haben Wombats nagetierähnliche Zähne entwickelt, die niemals aufhören zu wachsen. Wie du sehen kannst, kauen diese Jungtiere fleißig auch auf Baumstämmen herum. Das liegt daran, dass Wombats ständig wachsende Zähne haben, die auch ständig abgenutzt werden müssen, um gesund zu bleiben. Das ist ein großartiges Beispiel für konvergente Evolution, denn Wombats sind in keiner Weise mit den Bibern verwandt, aber beide teilen dieselbe evolutionäre Strategie. Es ist schwer vorstellbar, dass Wombats jemals eine Pause vom Fressen einlegen, aber sie können auch mehrere Tage ohne Nahrung überleben. Sie haben einen sehr langsamen Stoffwechsel und es kann bis zu 2 Wochen dauern, bis eine Mahlzeit verdaut wurde. Das kann durchaus hilfreich sein, wenn sie in ihren Höhlen gefangen sind, entweder durch ein Raubtier oder durch ein Buschfeuer. Wombats sind nachtaktiv und haben kein gutes Sehvermögen. Stattdessen verlassen sie sich auf ihre großen, ledrigen Nasen, um genau das zu finden, wonach sie suchen. Und sie suchen tiefliegendes Pflanzenmaterial. Wombats sind auch ausgezeichnete Graber und haben kräftige Krallen, die zum Schaufeln gebaut sind. Sie sind sogar die größten grabenden Beuteltiere der Welt. Sie haben kräftige Vorderbeine und starke Krallen, mit denen sie sich durch so gut wie alles graben können. Man könnte meinen, dass sie beim Graben etwas Dreck in ihren Beutel schaufeln, aber die Wombats haben sich so entwickelt, dass ihre Beutel nach hinten geöffnet sind, damit der Dreck nicht die Jungen zermalmt. Dieses ganze Graben hat zu einigen ziemlich beeindruckenden Höhlen geführt. Die meisten Löcher zu den Höhlen sind miteinander verbunden. Sie werden von den Wombats so schlecht instand gehalten, dass sie am Ende den Platz mit anderen Tieren teilen. Sie sind die Architekten von Natur aus. Im Jahr 2020 waren die Wombats die Helden der Buschfeuer, denn es hat sich herausgestellt, dass sie ihre Höhlen mit so vielen anderen Tierarten teilen können. Aber das ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort dafür. Man sollte eher sagen, dass eine Menge Tiere während der Brände in ihren Höhlen abwarten. Das ist aufgrund ihres territorialen Verhaltens wahrscheinlich genauer. Ihre Höhlen sind riesig und können bis zu 20 Meter lang sein und über 15 verschiedene Eingänge haben. Viele verschiedene Eingänge führen zu denselben gemeinsamen Wegen, sodass sie ein kleines unterirdisches Netzwerk haben, in das sich viele Tiere zwängen können, sobald Gefahr droht. Aber egal, ob sie absichtlich teilen oder nicht, sie haben eine gute Arbeit geleistet. Danke, Wombat, du hast allen geholfen! Wombats leben normalerweise ihr ganzes Leben lang im selben Bau, es sei denn, sie werden gezwungen, ihn zu verlassen.
Mehrere Wombats können in einem Bau leben, vorausgesetzt, er ist groß genug, damit sie sich gut vor Raubtieren verstecken können. Aber ein Bau mit einer offenen Tür ist noch lange kein sicherer Unterschlupf. Und so haben sich Wombats ihre eigene Version von undurchdringlichen Türen entwickelt. Nämlich ihre Hintern. Wir haben auch schon in einem anderen Video darüber geredet. Du kannst sehen, wie flach ihr Becken ist und sich nach unten wölbt. Das liegt daran, dass sie eine Knorpelplatte haben, die ihr ganzes Becken bedeckt. Sie wirkt wie ein Schutzschild, da der Knorpel fast einen Zentimeter dick ist. Wenn ein Raubtier sie belästigt, graben sie sich ein und lassen ihr Hinterteil heraushängen. Aber es ist so gut geschützt, dass wirklich nichts durchkommen kann. Selbst der tasmanische Teufel hätte es schwer, ihn an dieser großen Knorpelplatte herauszuziehen. Wombats haben ein dickes, dichtes Fell, das ihnen hilft, beim Wühlen den Dreck und den Sand, der sich festsetzt, leicht abzuschütteln. Außerdem bleibt er gar nicht unter dem Fell stecken. Ihre Haare sind dick und drahtig, aber auch irgendwie weich. Das hilft ihnen auch bei der Regulierung ihrer Temperatur, indem es Wärme abgibt und speichert. Ihre Färbung hilft ihnen auch, sich im dichten Laub zu tarnen, sodass sie von vielen Raubtieren nur schwer entdeckt werden können. Das berühmteste Merkmal der Wombats ist wahrscheinlich ihr Kot. Ihre Kacke ist einzigartig im Tierreich, denn sie ist gewürfelt. Ja, das stimmt. Wombats haben würfelförmige Kacke. Das ist zudem eine sehr interessante Kommunikationsstrategie, denn sie können so ihre Haufen stapeln, um ihr Revier zu markieren, ohne Angst zu haben, dass ihre einzigartigen Exkremente wegrollen. Wombats können ganze 100 Würfel pro Tag kacken. Doch trotz diesem produktiven Beitrag zur Wissenschaft ist der Mechanismus, der hinter ihrer Produktion steckt, immer noch ein Rätsel für die Wissenschaftler. Immerhin haben sie bisher herausgefunden, dass sich ihre Kacke nur im letzten Teil ihres Darms verfestigt. Ihr Darm enthält Teile, die sehr dehnbar und Teile, die sehr fest sind. Aber wie das alles zusammenkommt, um Würfel zu produzieren, ist immer noch unbekannt. Wissenschaftler und Ingenieure beschäftigen sich noch immer mit diesem Problem, denn es ist eine neuartige Methode zur Herstellung von Würfeln, die möglicherweise in Produktionsketten auf der ganzen Welt eingesetzt werden könnte. Wenn Wombats nicht gerade fressen, kämpfen oder kacken, dann paaren sie sich. Die Paarung kann das ganze Jahr über stattfinden, am häufigsten machen sie das jedoch während der Regenzeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Beuteltierarten, die mehrere Jungen zur Welt bringen, die dann miteinander konkurrieren müssen, um zu überleben, bringen Wombats nur ein einziges Jungtier zur Welt. Ihre Babys haben etwa die Größe eines Kotwürfels. Es wird noch 6 Monate dauern, bis sie bereit sind, den Beutel zu verlassen. Das geschieht, sobald sie anfangen, sich Haare wachsen zu lassen. Sie sehen dann auch nicht mehr so ekelig aus, sondern unglaublich niedlich. Mit 15 Monaten sind sie bereits vollständig entwöhnt und bereit, für sich selbst zu sorgen. Dennoch bleiben sie ein paar Monate in der Nähe ihrer Mutter, denn es ist sehr gefährlich, alleine herumzustreifen. In der Wildnis bleiben Wombat-Babys bis zu 20 Monate bei ihren Müttern. Die Mütter bekommen auch etwa alle 2 Jahre nur ein Jungtier. Aber es ist allgemein bekannt, dass Baby-Wombats viel Zeit für die Aufzucht benötigen und daher nur ein einziges bekommen. Das macht es natürlich sehr schwierig, ihre Population wiederherzustellen, falls sie zurückgeht. Während der gemeine Wombat in Südosten Australiens und Tasmanien gut gedeiht, haben seine Cousins nicht annähernd so viel Erfolg. Der nördliche Haarnasen-Wombat ist sogar vom Aussterben bedroht, da es nur noch 80 ausgewachsene Tiere in einer einzigen Kolonie in Queensland gibt. Dem südöstlichen Haarnasen-Wombat geht es allerdings besser, aber er wird schon als fast bedroht eingestuft. Glücklicherweise hat sich die Zahl der nördlichen Haarnasen-Wombats dank der Bemühungen um den Erhalt und den Schutz vor invasiven Arten stetig erhöht, sodass sie jetzt die größte Populationsgröße seit der europäischen Kolonisierung erreicht haben. Mit etwas Glück wird sich dieser Trend fortsetzen und alle 3 Wombat-Arten werden sich gut entwickeln können. Also ich denke auch, die Welt braucht mehr stämmige, wuschelige Rasenmäher mit einer ernsthaften Einstellung. Über welches Tier sollen wir denn als nächstes sprechen? Schreibt's mir noch in die Kommentare. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir noch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!